Dienstagabend haben wir es. Herzlich willkommen zur Dinnerparty in Sat.1. Mein Gast heute ist Schauspielerin. Viele von Ihnen kennen sie wahrscheinlich aus dem Tatort. Sie ist aber auch sechsfache Patchwork-Mama. Aktuell arbeitet sie als Nachtschwester und hat mal wegen Alkohol am Steuer ihren Führerschein verloren und fast sogar ihr Leben. Ich freue mich auf Schauspielerin Mimi Fiedler. Die hat mir gesagt, Kindsche, also das ist richtig Chaos, bist du fette Schwest. Ich habe gesagt, ich wollte so nicht weiterleben und die haben daraus gemacht, ich wollte nicht weiterleben. Ladies, take a seat. Highly spiritual. Ich kann dir alles über dich sagen. Mimi, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Wir stoßen direkt an und zwar mit kaltem klaren Wasser. Ja, bitte. Ich habe extra noch mal auf Eis gelegt, damit es richtig gut wird. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Sehr gut. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Wasser, das jetzt schon über die Herdplatte läuft. Das Wasser freut sich auch? Ja. Es sprudelt förmlich, kann man sagen. Hoffentlich wir auch. Wir mit auch. Dem Übersprudeln. Cheers. Mimi, es ist schön, dass du da bist. Auf dich. Prösterchen. Prösterchen. Um gleich bei den harten journalistischen Fragen zu beginnen. Okay. Die Fiedler stand nicht in der Geburtsurkunde, ne? Nein, die Fiedler kam lange, 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 nachdem ich geboren wurde. Erst, also ich wurde geboren als Kondic Kadmenovic. Kondic Kadmenovic, eigentlich Jondic Kadmenovic. Aber die Deutschen können das schön nicht so gut aussprechen, also haben wir uns einfach Kondic genannt. Genau. Und dann war ich kurzer Zeit Thoma mit Nachnamen geheißen. Mein Uropa hieß Thoma und damals hieß der RTL-Chef auch Thoma. Meine Agentin hat gesagt, super, dann spielst du diese polnischen Prostituierten nicht mehr. Und dann habe ich geheiratet, den Herrn Leonhard. Und als die Ehe in die Brüche gegangen ist, habe ich gedacht, nee, das will ich jetzt aber auch irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich mich verlobt mit dem Fiedler. Und als dann diese Verlobung in die Brüche gegangen ist, habe ich gesagt, wir hätten ja eigentlich sowas wie fast geheiratet. Ich würde gerne den Nachnamen behalten, den kriegst du wieder. So ist es bis heute geblieben. Ich habe mitgezählt, dreimal verlobt, zum zweiten Mal verheiratet. Ja. Und sechsfache Patchwork-Mama. Genau. Eieieiei. Sechsfache, wie viele Kinder sind es? Also es sind sechs Kinder, aber welcher 12. Konstellation? Weil es ja sechsfache. Also... also ich habe ein Beutekind aus meiner Richtung und eine eigengeborene Tochter und Otto hat vier Kinder. Beutekind heißt? Eigentlich ist die Anna meine jüngste Cousine. Aber? Aber ich behandle sie wie meine Tochter. Cool. Genau. Die ist von Kroatien nach Deutschland gekommen? Genau. So wie du damals vor... 103 Jahren. Ungefähr. Ja. Es gibt auch für dich Essen, Mimi. Oh ja. Vorher musst du aber in 60 Sekunden... diese Sanduhr über dich ergehen lassen und möglichst schnell antworten. Okay, okay, möglichst schnell. Mhm. Schaffen wir das? Das ist nicht so meine Disziplin, aber ich mach's. Wen würdest du gerne mal zum Essen einladen? Den Papst. Kaffee oder Energy Drink? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Was war die absurdeste Rolle, die dir jemals angeboten worden ist? Der Playboy. Oh, die hast du zweimal ja gesagt, ne? Mhm. Ordnung oder Chaos? Absolute Ordnung. Playboy auch ein drittes Mal? Auf gar keinen Fall, das wollen die nicht. Spontan nicht. Oder... Spontan oder Plan? Plan. Deine Lieblingsband? Bab. Krimi oder Feelgood-Movie? Feelgood-Movie. Jogginghose oder High-Fashion? Darf ich nochmal korrigieren? Krimi. High-Fashion. Nein, Jogginghose. Beides nicht. Fertig kaufen oder selber basteln? Selber basteln. Dein größter Albtraum? Überraschungsbesuche. Das macht dich glücklich? Keine Überraschungsbesuche. Was sammelst du? Punkte und Streifen. Und Eulen und Libellen und Ameisen und Affen. Oh Gott, darüber reden wir gleich. Was würdest du gerne ausprobieren, aber traust dich nicht? Da kann ich gar nichts sagen. Es ist die Zeit abgelaufen. Du hast jetzt unendlich Bedenkzeit, um diese Frage zu beantworten. Gibt's irgendwas, wovor du Schiss hast, du sagst, ärgere ich mich mein ganzes Leben lang, hätte ich so gerne probiert, habe ich nie gemacht? Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gemacht. Ich würde zum Beispiel sowas wie Dschungelcamp nie machen. Nie. Ever. Weil du Angst hast vor den Menschen, die mit dir am Lagerfeuer sitzen oder vor den Tieren? Vor beiden. Das ist lecker. Darf ich das auch essen? Ja, klar. Ich habe nur gehört, du hast eine Mangoallergie und sonst ist alles gut. Sonst ist, das würde ich so nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall eine Mangoallergie. Komm, wir setzen uns, Mimi. Yay! So, du würdest also gerne den Papst treffen. Da sitze ich oder da sitze ja, ich? Wenn du da magst. Ich komme hierher. Nein, nee, ich komme da. Ja, ich wollte gerade. Weil dieser Platz ist für deinen Überraschungsgast. Oh mein Gott. Du weißt ja mit Überraschung, hast mich jetzt gefragt, gell? Mimi hat vor der Sendung schon gesagt, sie ist so super aufgeregt, weil Überraschungen sind so gar nicht dein Ding, ne?
gar nicht. Ich bin, warum nicht? Ich möchte gerne alles planen. Und wenn man mein Leben betrachtet, wo ja alles irgendwie überhaupt gar nicht, ich spucke schon vor lauter Hysterie, nicht planbar war. Ich bin Jungfrau im Sternzeichen und im Aszendenten auch Jungfrau. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Horoskopen, weiß, dass das alles mega strukturiert sein muss. Eine doppelte Jungfrau? Was bist du denn? Ein einfacher Wassermann. Oh, ein Träumer. Wann hast du Geburtstag? Ein Träumer. Am 7. Februar. Am 7. Februar. Ich habe das Gefühl, das mit den Sternen ist so deine Sache. Ich habe jetzt angefangen, psychologische Astrologie im Fernstudium zu studieren. Wo macht man das? Fernuni Hagen? Fast. Auch Köln. Also Hagen ist ja nicht Köln, aber du weißt schon. Echt? Ich studiere Was Geografie. Lernt man da? Alles über Astrologie. Was gibt's da zu lernen? Alles. Von Anfang bis zum Ende. Aber ich habe gerade erst angefangen. Ich bin in love with the stars. Guten Appetit. Ich liebe Pasta. Mhm. Jetzt mal ohne Mist. Also was lernt man denn im Studium? Na ja, alles. Himmelskörper. Wie man das Sternbild deutet. Konjunktion der Planeten und so weiter. Ich bin ja, ganz ehrlich sein, ja, was Sternzeichen angeht, gar nicht so addicted. Mhm. Ich weiß halt so, was eigene Sternzeichen, Wassermann, sagt man immer, das sind so Träumer, so Kreative. Und die sind gut im Seepferdchen. Und sind nicht so treu. Und was? Wassermänner sind nicht so die Treuen. Guck mal, wie er da schluckt. Du natürlich nicht. Was bist du im Aszendenten? Weißt du das nicht? Mann? Das ist hart. Muss man wissen, was der Aszendent ist? Natürlich. Du musst doch wissen, was dein Mondzeichen ist. Eigentlich solltest du dir mal dein ganzes Sternbild... ich nehme es nicht zurück. Wassermänner sind wirklich so... Was hat dein Sternbild dir über dich gesagt? Also ich habe mal... zum 18. Geburtstag einen Termin bei einer Frankfurter Astrologin geschenkt bekommen. Von der Mutter meiner damaligen Freundin. Und die hat mir gesagt, Kindje, also das ist richtig Chaos, bist du fetzig West. Und da dachte ich so, wow. Und so war es auch. Sie hatte recht, denn wenn wir uns einmal dein Leben anschauen, du hast ja wie jeder Gast von mir vor der Sendung auch Stift und Zettel bekommen. Ja. Und ich habe dir gesagt, zeichne doch mal die Höhen und Tiefen deines Lebens auf, dann sehen wir. Oh, oh. Hey, es steuert alles auf einen Punkt hin, ja, der quasi gefühlt episch ist. Mhm. Und dann geht's bergab. Und das hat die Wahrsagerin genauso vorhergesehen, auch dass es wieder bergauf geht, wenn du 40 bist. Es war keine Wahrsagerin, sondern eine Astrologin. Das ist ein großer Unterschied, weil die Astrologen bedienen sich der Mathematik der Sterne und Wahrsager gucken halt so in die Luft. Ah. Genau, also es gibt ja schon auch eine Basis von Mathematik. Und die hat mir eigentlich genau das gesagt. Also 2002 habe ich versucht einzuzeichnen. Das ist das Geburtsjahr meiner Tochter. Mhm. Das war natürlich ein Höhepunkt in meinem Leben, weil ich ein Knallerkind bekommen habe. Und ab da ging es eigentlich bergab. Aber es hatte mit ihr nichts zu tun, sondern einfach mit dem generell mit meinem Leben. Und so mein Rock Bottom, wie die Amerikaner sagen, hatte ich genau 10. Also nicht ganz 10, 8 Jahre später. 8 Jahre später, das war die Geschichte mit den Alkohol. Führerschein weg, mhm, wegen Trinken. Ja. Und ja nicht nur das, es wäre mit dir auch fast zu Ende gegangen, ne? Wie meinst du das? Irgendwo gelesen von dir, nicht nur der Führerschein wäre das Ende gewesen, sondern du hättest auch selber mal überlegt, ob das denn alles so Sinn macht. Noch? Wenn du viel Alkohol trinkst, überlegst du das schon so, ja, 2 bis 3 Mal in deinem Leben. Also mit mir zu Ende gegangen ist es nicht. Also du weißt ja, so wie ich, dass die Presse ganz gerne mal Schlagzeilen, mhm, kreiert und einfach ein Wort weglässt. Ich habe gesagt, ich wollte so nicht weiterleben. Und die haben daraus gemacht, ich wollte nicht weiterleben. 2 kleine Buchstaben, die den ganzen Duktus verändern. Insofern, es war einfach eine super schwierige Zeit. Ja. Und ich habe überlegt, wie ich da rauskomme. Und es hat mich dann diese ganze Kurve nach oben wieder gebraucht, bis ich im Heute angekommen bin. Und jetzt ist es konstant. Du redest da ja ganz offen drüber, ne? Ja. Also was da alles passiert ist, mhm, kannst du so einen Anfangspunkt für dich festmachen, wo du sagst, okay, ab da ist es außer Kontrolle geraten? Ja, also ich habe die AWA bekommen, meine Tochter, und habe mich dann relativ schnell aus der Ehe gelöst mit ihrem Papa und habe dann kurze Zeit darauf später einen anderen Mann kennengelernt, mit dem ich dann fast 10 Jahre zusammen war. Große Liebesgeschichte, wirklich Big Love Story. Und diese Beziehung ist dann auseinandergegangen. Und das habe ich nicht ganz verkraftet. Okay. Und so war das einfach, das war Talfahrt nach unten. Mit allem, was dazugehört. Und es endete im Polizeiauto, als die Herren von der Polizei in Zivil mich gefragt haben, ob ich dann wirklich so noch fahren möchte. Und ich aber noch relativ gut antworten konnte. Und nachdem sie mir
meinem Blutwert gesagt haben, waren sie dann doch sehr erstaunt, dass ich das noch konnte. Verstehst du? Das ist krass. Mhm. Dieser Moment da unten, was hast du gesagt, wie nennt der Amerikaner das? Rock Bottom, der tiefste Punkt, den du erreichen kannst. Kannst du den Weg da unten hin nachvollziehen oder ist das einfach so geschehen? Nee, es ist eigentlich wirklich ganz schnell nach unten gegangen. Ich habe mein damaliger Partner ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und ich hatte zu der Zeit schon Sorgerechtsprozesse mit meinem Ex-Mann, also mit dem Papa von Ava. Und ich habe das so psychisch nicht verkraftet, weil ich dachte, der kommt auch wieder. Und das ist ja alles nicht so. Der kommt doch schon wieder und bin in diesem Haus geblieben. Und es war viel zu teuer, dieses ganze Leben für mich. Und ich habe gedacht, ich kann mich selbst therapieren durch Alkohol, was man dann halt macht. Und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und das ging eigentlich recht schnell. Innerhalb von anderthalb Jahren war ich verschuldet und süchtig. Süchtig heißt, du hast dich jeden Tag weggebechert? Oder? Nee, nicht jeden Tag, aber wenn ich mich weggebechert habe, dann habe ich mich weggebechert. Ich habe was von so Ausflügen nachts an die Tankstelle gehört. Ja, ich habe halt dann so Klassiker nur eine Flasche Wein gekauft, weil ich dachte, mehr als diese Flasche gibt's dann heute wirklich nicht. Mhm. Oder ich habe gar keine Flasche gekauft und dachte, ich werde auf gar keinen Fall was trinken. Und dann kommt der alte Affe und überfällt dich von hinten und trägt dich zur Tankstelle. Weil es ist ja um die Zeit nur die Tankstelle offen gewesen. Wie bist du den Affen losgeworden? Also wie ging's wieder bergauf? Ich bin, nachdem ich meinen Führerschein verloren habe, selbst in die Klinik gegangen, nicht zum Entzug, weil ich bis dato noch nicht wusste, dass ich, also beziehungsweise ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass das eine Sucht ist, weil ich habe Alkoholiker genauso wie die meisten Menschen verbunden mit unter der Brücke leben und halt voll sein. Und nicht jemand wie ich, der ja noch irgendwie sein Leben trotzdem auf die Reihe kriegt. Auch noch gearbeitet hat, was ja, ich habe schon, ne? Ich habe gearbeitet, mehr schlecht als recht, muss ich sagen, weil ich natürlich die entsprechende Ausstrahlung hatte. Und als ich in die Klinik gegangen bin, in Königstein, im Taunus, in so ein kleines Sissi-Schlösschen, wo man so einen kleinen Achtsamkeitskreis gemacht hat und einen Psychotherapeuten in einer Einzelsitzung hatte, der mal eingeschlafen ist. Und er mir irgendwann gesagt hat, er könnte mir eigentlich nicht helfen, bevor ich nicht mal vielleicht in so eine Selbsthilfegruppe gehe. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann sagt er, hier, wir sei im Haus, eine Donnerstags, da würden sich die AAs treffen. Dann meinte ich, die was? Die, sind das nicht die anonymen Alkoholiker? Und dann hat er gesagt, ja, das sind die, gehen Sie mal dahin. Und dann, wenn sie mal ein Jahr trocken sind, können wir wieder reden. Da dachte ich so, what the fuck? Hä? Nee, gehe ich nicht hin. Und dann bin ich trotzdem reingegangen und dann waren alle irgendwie so Ü70. Und auch schon 40 Jahre trocken und trotzdem noch da. Und dann dachte ich, irgendwas läuft bei denen falsch. Hä, wenn du 40 Jahre keinen Alkohol trinkst, dann gehst du doch nicht mehr dahin. Bin aber geblieben und komischerweise oder kurioserweise oder auch eben schicksalhafterweise habe ich in jeder einzelnen Geschichte von jedem einzelnen Menschen dort etwas aus mir wiedererkannt. Und das war eigentlich der Weg zur Genesung. Es hat noch lange gebraucht, bis ich wirklich trocken geworden bin. Immer wieder Rückfälle. Ist auch nicht so leicht in so einer trinkenden Gesellschaft, aber seit knapp 2 Jahren, darauf stoßen wir an, oder? Cheers. Cheers. Und du gehst immer noch zu den Treffen, oder? Ja. Ich werde wahrscheinlich in 30 Jahren auch noch sitzen. Und dann kommt so eine rein, wie ich damals, die denkt, warum sitzen hier alle? Und irgendwann selber rafft, warum. Das ist eine ganz schöne Berg- und Talfahrt gewesen für dich. Mhm. Aber du hast gar kein Problem, da so offen drüber zu reden, ne? Willst du den Leuten sowas mitgeben, nach dem Motto, guck mal hier, man kommt da auch wieder raus? Also ehrlich gesagt, ist mir das ein bisschen ausgerutscht auf Instagram. Du hast ein großes Announcement gemacht und hast gesagt, Freunde, ich wollte euch mal sagen, was Sache ist. Nee, ich bin live gegangen, wie jetzt während Corona kann man ja so ganz viel Schabernack auf Instagram machen, finde ich super. Jeder kann so seine eigene kleine Talkshow machen, mache ich jetzt auch. Mhm. Nennt sich Soul Circle. Und da habe ich eben auch erzählt, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Und da wurde ich immer wieder gefragt, wie ich das geschafft habe. Und irgendwann fand ich das albern, das so als Lifestyle darzustellen, so nach dem Motto, es tut mir nicht gut und deswegen habe ich das gelassen. Schlecht für die Haut. Schlecht für die Haut, schlecht für die Haare. Und habe dann irgendwann gesagt, dass ich zu den AAs gehe. Ich gehe zu einer Selbsthilfegruppe und dann fragte jemand ja zu welcher. Und dann sagte ich zu den AAs. Und da fing dann am nächsten Tag das Rauschen im Blätterwald an. Meine Agentin rief mich an und hat gesagt, kannst du mir vorher bitte sagen, wenn du dich auf öffentlich outest? Und irgendwie wollte meine Seele das wohl, dass das rauskommt. Und ich bekomme ganz, ganz viel Feedback von Frauen, die trinken.
Ich glaube, es hilft doch ganz vielen zu sehen, ich habe dieses Problem nicht alleine, oder? Ja, vor allem hat man ja so ein Bild von einem Alkoholiker oder von einer Alkoholikerin. Dieses Bild von einem Menschen, der alles verloren hat, der unter der Brücke lebt, der nichts mehr hat, das macht ja 1% aus. Das Gesicht der restlichen 99% ist eben so wie deins oder meins oder von irgendjemandem, der ein vermeintlich normales Leben lebt. Das, was dir rausgeholfen hat, waren ja zum einen die Gespräche und zum anderen, dass dann plötzlich ein Mann aufgetaucht ist, der dein ganzes Leben nochmal umgeschmissen hat, oder? Also Otto war der, ich hab Otto nicht gleich... Das ist dein jetziger Mann, jetzt, ne? Mein jetziger Ehemann, mein letzter. Letzter bis zum Tod. Bis das der Tod uns scheidet. Das ist ganz gut, weil bei deinem ersten Ehemann, habe ich die Geschichte gehört, hat dein Vater auf dem Weg zum Altar gesagt, du machst ja Riesenscheiße. Du machst große Scheiße, hat er gesagt. Dauerlob. Und ich habe ihm gesagt, Papa, es ist meine Hochzeit. Mein Vater hat das Wahrheitstourette. Und bei dem ist dann so eine Übersprungshandlung im Gehirn, wenn etwas ganz besonders Schlimmes, dann kriegt er entweder einen ganz, ganz schlimmen Lachkrampf oder er sagt halt so unkontrollierte Sachen. Und als wir dann vorm Traualtar standen, hat er meine Hand nicht losgelassen. Ich hatte am nächsten Tag noch ein Hämatom. Er hat Recht behalten. Aber es ist auch schon geil irgendwie, am Tag der Hochzeit der Tochter zu sagen, das ist ein Riesenfehler. Große Scheiße. Ja, ich war aber noch auch sehr jung und habe auch sehr schnell geheiratet. Aber um auf Otto zurückzukommen, ja. Wir haben uns kennengelernt und du sagst nicht sofort, hallo, ich bin Mimi, ich bin Alkoholikerin, so wie bei den ALs, sondern du versuchst natürlich irgendwie da das erstmal nicht zu sagen. Und ich hatte mit ihm 2 richtig krasse Rückfälle, weil ich es ihm nicht gesagt habe. Und er hat sich dann auch gewundert, wie ich das so schnell trinken kann wie Wasser. Beim dritten Rückfall war er nicht dabei. Und wir haben damals ja noch wir hatten noch 2 Wohnsitze, deswegen hat er das auch nicht mitbekommen oder nicht mitbekommen können. Dann hat er mich die Nacht über nicht erreicht. Und als ich am nächsten Morgen dann irgendwie wieder bei mir war, und es war auch schon 11 und ich bin eigentlich eine totale Frühaufsteherin, war er sowas von besorgt, konnte mich nicht erreichen. Und da konnte ich es halt nicht mehr verschweigen. Und dann war er erstmal sauer, weil er mich nicht erreicht hat. Dann hat er zugehört und dann hat er mich gefragt, so, und was muss ich jetzt machen? Was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, also ich muss erstmal jetzt wieder zu den AAs gehen, zu meinen Treffen und wir können kein Alkohol mehr zusammen trinken, weil ansonsten werde ich sicher nicht älter als 45. Weil ich wusste, wenn ich so weitermache, wache ich irgendwie nicht mehr auf oder ich stürze blöd vom Balkon wie Jennifer Nietzsche. Oder, weißt du, so irgendwie sowas Dummes, wo jeder sagen würde, oh Gott, die Mimi, die ist wirklich dumm gestorben. Und wenn man eins nicht möchte, dass über einen gesagt wird, dann, die ist wirklich dumm gestorben. Voll und dumm. Voll und dumm. Nicht wie ich abgehen Voll möchte. Dumm quasi. Voll dumm. Voll dumm, genau. Und seitdem das dann so raus war, hat bei mir die Heilung begonnen. Und zwar tiefgehend. Ich war davor auch immer wieder nüchtern, aber so kampftrocken nennt man das. Du denkst trotzdem andauernd an Alkohol. Und seit 2 Jahren ist das Wunder der Heilung eingetreten, was ich in den Gruppen immer wieder gehört habe. Dieses Don't go until the miracle happens. Und ich dachte, ja, wo ist denn euer fucking miracle? Warum seid ihr denn alle trocken und ich nicht? Und jetzt erlebe ich das selbst. Ach, wie schön. Ja. Voll gut. Und dann quasi raus aus dem großen Tal, ab nach oben in den 7. Himmel. Ja. Was würdest du sagen, war so das Größte, was du über dich gelernt hast in dieser Zeit? In welcher? In der da oder da? In der Up-and-Down-Phase. Also im tiefsten unteren Punkt habe ich gelernt, dass Hilfe zu fragen keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Und auf dem Weg nach oben habe ich gelernt, dass Nein ein ganzer Satz ist. Dass man Nein sagen kann. Warum ist es so schwer gefallen, Nein zu sagen? Es gibt so einen Satz, einen Ausdruck, der heißt the disease to please, also die Sucht auch gefallen zu wollen. Ich hatte auch irgendwie Angst vor Ablehnung. Ich wollte nicht auffallen. Und ich glaube, das haben viele Menschen, die irgendwie mit sich zu kämpfen haben. Das war, glaube ich, der Punkt. Auch Harmonie, Sucht, da steckt ja das Wort Sucht auch wieder drin. Und das alles, mein ganzes Leben, wie ich es gelebt habe, geht eigentlich ganz entgegen meines Charakters, weil ich ganz gerne die Dinge auch kontrolliere. Und das hat sehr geclasht. Und ich habe gelernt, die Balance in mir zu suchen und nicht im Außen. Dabei hätte man von außen eigentlich denken können, die Mimi Fiedler, der muss doch tipptopp gehen. Die ist eine gefragte Schauspielerin. Mhm. Die ist über, wie lange warst du im Tatort? 10 Jahre? 10 Jahre, genau 10 Jahre. Hast du einen schönen Satz gesagt, der Tatort war meine längste Beziehung. Bisher ist das immer noch so.
Otto. krass, offensichtlich hat dir ja trotzdem irgendwas gefehlt, oder? Oh, mir hat ganz viel gefehlt. Ja, mir hat vor allem Selbstbewusstsein gefehlt. Also wirklich das Bewusstsein über mich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und wie viele sind das? Und vor allem, was brauchen die, um irgendwie zufrieden zu sein? Jeder Mensch hat ja viele Facetten in sich. Und ich war in diesem ganzen Gewusel an Menschen auch sehr oft einsam. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Menschen trinken, weil sie eigentlich im Innen einsam sind. Das klingt jetzt so Drama in Alabama. Ich hatte natürlich auch sehr viele schöne Phasen in meinem Leben, aber es war schon auch ganz schön oft anstrengend. Und das erlebe ich eben seit 2 Jahren nicht mehr. Es ist nicht immer unkompliziert, aber es ist nicht mehr anstrengend. Ich gehe, ich bin nicht mehr so müde von mir selbst. Aber wie verrückt, dass diese Sternenfachkraft, nenne ich sie jetzt mal, das damals wusste, meinte, ey, wenn du erst mal 40 bist, wird alles gut. Weil genauso ist es ja gekommen bei dir im Absolut. Leben. Absolut. Ab dem 40. Geburtstag ging das besser. Da habe ich noch mal kurz diese alte Beziehung ad acta gelegt und auch gesagt, du, Finger in Po, Mexiko, mach bitte die Tür von außen zu. Und habe gesagt... Genau so? Ganz genau so. Und habe ihm ziemlich deutlich gesagt, dass wir auf gar keinen Fall kompatibel sind, aus ganz, ganz vielen Gründen. Und das war für mich so der erste Schritt, zu sagen, nee, ich will weder von außen scheiße behandelt werden, noch will ich von innen mich selber scheiße behandeln. Und ich möchte einfach glücklich sein, weil Glück oder Zufriedenheit ist das Geburtsrecht von allen Menschen, die auf diesem Planeten landen. Und ja, das hat aber ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Ist ja manchmal auch nicht so leicht im Leben. Nein. Also. Bist du denn glücklich? Mhm. Oh, das kam aber schnell. Ja klar, war ich falsch. Das ist ja nur relativ simpel. Ich glaube, ich bin gerade in einer guten Phase meines Lebens. Ganz kurz, wenn ich meinen Mann frage, siehst du hier Zellulite? Und wenn er ganz schnell Nein sagt... Weißt du, er hat nicht hingeguckt. Dann weiß ich, dass er lügt. Und wenn er davor atmet und Nein sagt, weiß ich, dass es richtig schlimm ist. Also überleg noch mal. Bist du zufrieden? Ja. Ja. Und was würdest du ändern? Ich glaube, ich würde tatsächlich nichts ändern. Ich glaube auch, dass du nichts ändern würdest. Ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber man merkt ja irgendwann, dass man im Leben an so einem Punkt ankommt, wo man sagt, genau so sollte das eigentlich alles mal sein. Und das finde ich ehrlich gesagt, du bist jetzt 44, ne? Mhm. Nee, 45. Nee, 44. Ich bin 75. Du siehst aus wie 34. Ja, genau. Und ich hatte aber zum Beispiel, nur obenrum. Ja, das war von übrigens auch eine Sache, wo du gesagt hast, mit dem Playboy, ein drittes Mal würden die nicht fragen, niemand, weil du gerade nicht so in Shape bist. Nee, ich bin schon in Shape. Also shapiger geht's nicht mehr, aber ich sehe aus wie ein Freibad. Bindegewebe ist wie ein alter Kaugummi geworden. Da kannst du nichts mehr dran ändern. Ich habe leider, der liebe Gott hat gesagt, entscheide dich, willst du oben jünger aussehen oder willst du unten aussehen wie Heidi Klum? Und da habe ich ganz deutlich gesagt, ich will oben jünger aussehen, weil den Rest kannst du ja anziehen. Also beides habe ich nicht bekommen. Aber das ist auch vollkommen okay so. Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt sind wir hier bei Bindegewebe gelandet. Meine Damen und Herren, es ist immer noch die Dinnerparty in Sat 1. Mimi Fiedler, Schauspielerin, ist mein Gast. Neben ihr ist der Stuhl noch sehr leer. Oh Gott. Das könnte sich aber ändern. Denn wie jeder meiner Gäste bekommst du auch einen Überraschungsgast. Gäbe es irgendjemand aus deinem Leben, wo du sagst, wenn der reinkommt, stehe ich auf und gehe? Nö. Das war ein bisschen zu schnell geantwortet. Ja, da gibt es ja jemanden. Sherlock. Ich habe eine harte Theorie. Und diese Theorie besagt, dass wenn ich gleich den Namen deines Überraschungsgastes sage, ja, ausspreche, dass du laut kreischen wirst. Da muss aber eine große Überraschung sein. Seien Sie gespannt. Direkt nach der Werbung geht's weiter. Wir sind zurück bei der Dinnerparty in Sat 1. Mimi Fiedler, Schauspielerin, ist mein Gast, die sehr aufgeregt die letzten 5 Minuten hier gesessen hat. Denn es geht jetzt um ihren Überraschungsgast. Den bekommt jeder meiner Gäste. Schon ganz schwitzige Hände. Ich habe die Theorie, wenn du weißt, wer es ist, du springst auf und sagst, juhu, weil ihr kennt euch. Wir kennen uns. Ihr kennt euch gut. Schon länger, ihr kennt euch gut. Ihr hast du Herzklopfen? Dreht gemeinsam oder habt gedreht eine Serie. Aber es ist nicht Erol Sander. Nein. Ihr seid beide Nachtschwestern. Und, Achtung, Wortwitz, ihr seid auch beide Nacktschwestern. Hier ist Ines Quermann! Oh. Ich hab doch gesagt, du freust dich. Oh Gott. Und nee. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ich ja gar nicht überstehen. Ich auch nicht. Ich hab nicht gehört.
kochen. Ich wusste, ihr habt nicht da draußen gerochen. Ich wusste, ich habe das erst hinterher drauf gemacht. Ladies, take a seat. Ines, möchtest du was essen? Nee, danke. Wir haben noch sehr gute kalte Pasta. Nee, oder danke. Man muss dazu sagen, die beiden haben sich wie lange nicht mehr gesehen? Oh Gott, super lange. Super lange. Ihr habt zusammen gedreht die Nachtschwestern. Sehr erfolgreiche Serie bei RTL. Entschuldigung. Und seid wirklich zwei Freundinnen schon seit wie vielen Jahren? Seit fast drei, ne? Ja. Anfang des Castings. Oh Gott, das ist wirklich, das ist zu viel für mich. Wir haben heute schon dreimal telefoniert. Du bist eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Siehst du, wegen diesem Moment bin ich jetzt hier. Ich liebe die Ines. Wir haben uns express angefreundet. Oh, das ist gerade so schön zu sehen. Oh nein. Das glaube ich, noch nie hat sich jemand so sehr über den Überraschungsgast gefreut. Wie schön. Heute hat sie mich gefragt, und was machst du so? Und habe ich gesagt, was machst du denn morgen? Weißt du das? Ja. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich schon hier bin. Oh mein Gott. Ihr beiden habt euch kennengelernt an einem der verrücktesten Orte der Welt. Entschuldigung. Nicht beim Playboy-Shooting. Ja, sag mal. In der Kantine bei Unter uns. Genau. Da war so ein bisschen Love at First Sight? Ja, total. Ja. Und wir haben nicht zusammen gedreht. Also wir hatten keine Spielszene zusammen. Wir saßen jetzt so hier am Tisch. Und mein Herz. Oh Gott. Du siehst so hübsch aus. Danke, du auch. Ich habe dich ja schon länger gesehen. Ich habe alles schon gehört. Hast du? Mhm. Nee, gut. Also wir saßen beieinander und wir haben dann sofort gesagt, boah, du bist so toll. Das war wirklich so Girls Crush. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Gott, wir wünschen uns jetzt so eine eigene Serie zusammen. Wir kannten uns nicht. Wir haben auch nie mehr wieder zusammen, wir hatten gar keine andere Begegnung, ne? Gar nicht. Wir haben uns nie privat getroffen, wir haben auch nie was anderes gemacht. Nur dieses eine Mal. Ja. Wussten das auch die Sterne, dass du Ines treffen wirst? Ganz bestimmt wussten das die Sterne. Ganz bestimmt. Und dann gab es das Nachtschwestern-Casting und die Nachtschwestern wurden eigentlich auf Ines geschrieben. Also es war aber schon klar, dass sie die Ella spielt. Und dann suchten sie die Nora, also die zweite Hauptrolle. Dich quasi. Mich quasi. Und ich muss dazu sagen, dass ich eine richtig beschissene Casting-Schauspielerin bin. Es ist immer wirklich so ein awkward Moment, wo alle sagen, Mimi, super, vielen, dein Fahrer wartet. So, und dann, kannst du gleich vergessen. Ja, wirklich. Ich bin ganz, ganz schlimm in Castings. Und bei diesem Casting wusste ich, die können niemand anderen nehmen. Das ist unmöglich. Und so sind wir die Nachtschwestern geworden. Mhm. Und jetzt supporte ich unsere Heldin als beste Freundin. Danke, dass ich hier sein darf. Wie schön ist das, wenn man mit der besten Freundin zusammen drehen kann, oder? Ja. Ja. Und wir haben eine Garderobe zusammen und da drauf steht Think Tank, weil wir da zaubern. Ja, wir denken uns da immer ganz viele neue Projekte aus fürs kommende Jahr, so Gott will, wenn wir weitermachen. Und das ist bis jetzt alles in Kraft getreten. Ne? Es hat alles funktioniert. Voll gut. Ja. Ines, was hat die Mimi, dass du damals gesagt hast, Mensch, was ein toller Mensch? Ach, die gesamte, hier, guck dir das doch an, die ganze Ausstrahlung, all das, was aus der Frau rauskommt und was sie so noch vorhat und so, das ist einfach sehr besonders. Das gibt's nicht nochmal, das ist, ja. Was hat sie jetzt nett? Soll ich in die Küche gehen, Getränke holen und Taschentücher? Wasser hätte ich gerne, wenn du Wasser hast. Ich bin ganz trockene Lippen. Wie konntest du mich so anlügen? Ich hab dich gar nicht angelogen. Ich hab dir nur nicht geantwortet. Doch, du hast mich nicht angelogen. Nein, du hast gesagt, was machst du denn heute noch? Und dann habe ich gesagt, was machst du morgen? Stimmt. Ich habe dich nicht einmal angelogen. Ich dachte so, was ist, wenn sie fragt? Ich kann auch nicht sagen, ich gehe zur Arbeit oder und ich. Und Ines kann überhaupt nicht lügen. Nee. Zero, dass sie überhaupt Schauspielerin geworden ist. Wir hatten eine Szene mit einem Kollegen, der so, ja, also er hätte es vielleicht anders machen können und sie hat es so kommentiert. Ugh. Und ich habe immer gesagt, Ines, der sieht dich. Also er steht dir gegenüber. Egal, was du jetzt mit deinem Gesicht machst, er merkt es. Also deswegen wundert mich, dass du so. Ich hatte Glück. Nicht die richtigen Fragen gestellt. Wobei ihr ja schon so viele Sachen zusammen gemacht habt. Und ich möchte jetzt nicht nur mit dem Playboy anfangen. Mhm. Aber den haben wir nicht zusammen gemacht. Das ist richtig. Du hast ihn zweimal gemacht. Mhm. Ines, du hast ihn jetzt gerade erst gemacht. Mhm. Findet ihr es komisch, dass ich euch beide schon mal nackt gesehen habe? Wir fänden es komisch, wenn du uns nicht nackt gesehen hättest. Ich möchte sagen, wenn wir dich schon mal nackt. In Vorbereitung auf die Sendung. weil es ist ja schon, du hast, glaube ich, Ines auch dazu geraten. Ja, mach mal, oder? Mhm. Ja, also als der Playboy angefragt hat und sie so, weiß ich nicht, soll ich? Und dann war ganz klar, das ist super, du holst dir so einen PT, so einen Personal Trainer, du wirst so einen geilen Körper haben. Hab ich nicht gemacht.
Nee, du hast es alleine gemacht. Ich habe es alleine gemacht und ich habe es auch verdrängt, dass ich das dann machen muss. Und dann dass du ablegen musst oder dass du trainieren musst. Ja, wirklich. So 6 Wochen vorher habe ich gesagt, Mann, hast du eigentlich jetzt jemanden? Sie so, nein, ich bin auch gerade aus dem Weg raus, ich muss joggen. Hey, du hast mich ja gefragt, was isst du denn so? Und ich so, normal. Okay, ich sollte vielleicht auch anders essen. Naja, und dann habe ich die letzten Wochen ein bisschen Panik gehabt und sah geil aus. Und dann habe ich einfach gedacht, das ist es. Salat und Wasser und... Nein, Quatsch. Ich bin doch eine Frau. Ja. Ich muss mich doch gar nicht runterhungern. Für was denn? Ich bin 40 Jahre alt, 41. Ich finde das eine total gute Einstellung. Ja. Und mittlerweile sieht der Playboy das ja auch so, oder? Ja, Gott sei Dank. Abgesehen davon, die Fotos sind ja der Mega-Knaller. Also, danke. Und der Playboy geht ja auch wieder so in so eine moderne Richtung. Moderne Frauen, also Frauen, die auch aussehen wie Frauen und nicht wie Hungerhaken. Aber trotzdem ist es doch ein bisschen komisch, weil ihr zieht euch aus für Männer. Oder? Nein. Nö, ich glaube, das ist im Playboy auch. Also, ich habe viel von Frauen gehört. Ich habe mir den Playboy gekauft. Also, nee. Doch. Deine Mutter vielleicht, um die Bilder zu sehen. Nein, meine Mutter gar nicht. Meine Mutter auf gar keinen Fall. Deine Mutter muss das richtig toll gefunden haben damals, oder? So meine Mutter wollte sich umbringen. Mama. Umbringen wollen. Ich kann mich auch umbringen. Ich habe 40 Jahre in Deutschland keinen Fehler gemacht. Wirklich, eklig. Ekelhaft. Ihre Mutter ist original so. Ekelig. Immer wenn sie mich gesagt hat, ekelig. Ja. Und das hat sie, den ersten Playboy hat sie kaum verkraftet. Und beim zweiten Playboy habe ich gedacht, gut, ich sag's dir wahrscheinlich einfach gar nicht. Das hat dann aber nicht so funktioniert, weil meine Tochter meinte, Mama, du musst es schon der Barker sagen. Und dann habe ich das irgendwie bei einem, ich glaube, irgendeiner hatte Geburtstag, ich glaube, mein Neffe. Das war so eine Geburtstagsfeier von irgendeinem Kind von uns. Und sie hatte gerade so einen Kuchen. Mama, ich bin übrigens morgen im Playboy. Ekelig. Ekelig. Nein, das ist richtig eklig, weil sie gedacht hat, mit 40, also wirklich, das, so, wie tief kann man absteigen? Naja. Dieses Shooting, Ines, hast du aber alleine gemacht. Mhm. Wobei ich gehört habe, es gab da immer eine gewisse Frau Fiedler im Hintergrund. Ja, natürlich. Ich habe immer vom einen Screenshot gemacht. Immer ein Foto vom Fotoapparat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und, was soll ich machen? Und sie nur so, ja, wunderbar, mach genauso weiter. Also, wir hatten Standleitung, ne? Ja, wir haben sowieso immer eine Standleitung. Mhm. Und Ines ist der einzige Mensch, den ich morgens um 6 Uhr anrufen kann, weil sie auch wach ist. Mhm. Ja, gerne mal um 5. Ja, beides super Frühaufsteher. Mhm. Wir waren beides morgens schon sowas von angeknipst in der Maske. Wenn die anderen so um 7 reingeschlüpft sind, waren wir schon 2 Stunden wach. Und wir sind alles schon erledigt, okay. Wir haben schon 2000 Ideen, wie es weitergehen könnte. Ja, genau, so ungefähr. Ja, eigentlich war es genau so. Was sind das für Ideen, die ihr dann habt? Ach, angefangen von Kinderbüchern, ja, Playboy. Also was die Karriere angeht, aber auch so private Sachen, wo man sagt, was ist, ne, also so alles, wir reden über alles. Also über Familie, über die Männer, über die Kinder, über uns, was wir noch machen wollen. Also so gesamtes Thema. Und wir lachen viel. Ja. Ich weiß nicht mehr den Inhalt, was du gesagt hast, du hast irgendwas politisch Inkorrektes gesagt. Ich hatte den Lachkrampf meines Lebens. Ich habe eine halbe Stunde, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Die Leute, ich weiß gar nicht, der Aufnahmeleiter hat angeklopft, gefragt, alles okay bei euch? Notarzt. Ja, genau. Den Notarzt für die Fiedler. Ja. Ja. Ja, verrückt. Da habt ihr zwar euch gefunden. Ja. Es ist so schön, dass du da bist. Ja, es ist so schön, dich zu sehen. Wir haben uns wirklich gefunden. Also es gibt so Momente im Leben, da weißt du einfach, that's forever. Das ist mir vor Ort mit keinem anderen Mann passiert. Eigentlich kamen Otto und Ines so gleichzeitig in mein Leben. Das kann man schon so sagen, ja. Ne? Ja, kann sein. Mhm. Was macht der Otto mit ihr? Der Otto ist sehr, sehr gut für die Mimi. Also das ist eigentlich ihr Pendant. Also die beiden zusammen, das ist perfekt. Also der Otto, was wünscht man sich von seinem Partner? Der hebt einen hoch, der unterstützt einen, der inspiriert, der zeigt neue Wege, der geht Probleme anders an, wo man vielleicht vorher einen anderen Mechanismus hatte und so. Also alles. Also ja, genau. Meinst du das Trinken? Ja, all das. Also alles. Das habe ich eigentlich auch mit dir dann aufgehört. Auch. Genau. Aber das war alles so ein Konglomerat. Ja. Ich habe dann geoutet bei der Arbeit, habe ich mich eigentlich durch Ines Unterstützung, weil ich gesagt habe, ich muss es unserem Arbeitgeber auch sagen, weil ich muss an diese Meetings gehen. Mhm. Und sie hat gesagt, okay, alles klar. Okay, dann trinke ich auch nichts mehr. Weil wir waren halt, wir sind dann, wenn wir essen gegangen sind nach dem Drehen. Am Anfang habe ich das noch gemacht. Dann habe ich mir ein Glas Wein bestellt und sie hat das nicht gemacht und so. Und als dann ganz, ganz schnell klar war, dass sie sagt, ich bin Alkoholikerin und ich mache das nicht. Das war für mich gar keine Diskussion, dass ich dann einfach keinen Alkohol mehr trinke. Das war
gar nicht schlimm. Im Gegenteil, das war, man hat wirklich Sinn gemacht, einfach keinen Alkohol zu trinken. Das ist super. Das wünscht man sich von Freundin, ne? Ja, aber sie ist auch ein spezieller Mensch. Das ist einfach eine andere Liga. Sie ist ein spezieller Mensch, ja. Die, wenn es darum geht, deine Geschichte zu verfilmen, ja! Soll Ines dich spielen. Ja, also. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein, nein. So ein dahergesagtes Niemand kann mich so gut nachmachen wie sie. Niemand. Dadurch, dass wir so intensiv zusammenarbeiten, uns natürlich beim Arbeiten auch angucken, aber eben auch so viel Zeit in diesen Pausen und beim Drehen miteinander verbracht haben und sie auch so unfassbar begabt ist, war immer klar, wenn ich dieses Buch schreibe und bis ich das geschrieben habe, ein Arschkrampf nach dem anderen, so, oh Gott, ich habe dieses Buch, in 3 Wochen muss ich es abgeben. Und ich habe immer gesagt, wenn sich das irgendwie auch noch ein bisschen verkauft und ich habe es auch im Hinblick darauf geschrieben, dass es irgendwann vielleicht verfilmt wird, dann musst du mich spielen. Weil sich selber zu spielen wäre ja mega albern. Was für eine Ehre, und dieses oder? Dieses Buch ist quasi deine Lebensgeschichte, oder? Ein Teil, klitzekleiner Teil meiner Geschichte, ja. Sehr unterhaltsame, kleine Stories, aber es gehört alles zusammen und es ist wahnsinnig witzig. Also Mimi kann schreiben wie keine zweite. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht alles. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe auch ganz andere Sachen schon von ihr gelesen, ernste Sachen und so. Also ich ziehe einfach den Hut vor dieser Masse an Talent und wenn ich das spielen darf, das ist doch schon längst klar. Wir müssen jetzt nur noch jemanden finden, der das machen will. Wir hatten ja gesagt, Til Schweiger, ne? Könnten wir uns vorstellen. Ja, der hat ja auf die Bild auch nicht reagiert. Stimmt. Ja, Pech. Pech. Pech für ihn. Pech. Was glaubst du, woher hast du dieses Talent? Zu schreiben? Mhm. Mama, Papa, Oma, Opa? Zugelaufen? Ja, ich glaube, also ich war immer schon sehr fantasievoll, sagen wir es mal so. Weiß ich nicht, ich habe immer schon geschrieben. Ich habe seitdem ich schreiben kann, schreibe ich Tagebuch. Und es gibt also, mein Leben kann man Revue passieren lassen. Hast du das alles noch? Ja, ich habe das alles noch. Wo lagerst du die? Also nee, ich frage jetzt nicht für Einbrecher, sondern hast du die griffbereit im Wohnzimmer neben dem Brockhaus stehen? Nein. Oder sind die im Keller oder auf dem Dachboden? Ja, die sind auf dem Dachboden, genau. Und ich habe letztens meiner Tochter, ich glaube, das war 1988 oder so, da habe ich eine Seite aufgeschlagen, wo ich meinen zukünftigen Verlobten, dessen Namen ich dann angenommen habe, Fiedler, im Schwimmbad heimlich von hinten fotografiert habe und habe das dann entwickelt. Und er hatte damals so lange Haare, war so ein Surferboy, ich Zahnspange, Helm aus Haaren, weil meine Mutter gedacht hat, sie kann das auch. Und habe drunter geschrieben, das ist mein Traumboy und ich werde nie sein Traumgirl sein. Zack, Mimi Fiedler. 20 Jahre später. Und wenn Sie jetzt glauben zu Hause, das ist die einzige Geschichte, die der Himmel hat entstehen lassen in seiner Sternenkonstellation, dann sind Sie mal gespannt, was hier nach der Werbung noch erzählt wird. Wir sind zurück bei der Dinnerparty in Sat.1. Meine Gäste heute sind Nachtschwestern. So kennen wir sie aus der Serie. Ines Quermann und Mimi Fiedler. Und wir haben eben gerade in der Werbung festgestellt, dass die Mimi heute ein Konzeptoutfit trägt. Sie trägt nämlich ausnahmsweise mal das passende Tattoo zur Bluse. Ich habe nur Blusen, die zum Tattoo passen. Ist das wirklich so? Nein. Das wäre aber geil. Da ist das Tribal und der andere Arm ist aber auch, sieht man jetzt ganz schwer in der Kamera. Ganz also schwer. Hier ist eine Libelle, da steht Anna und Ava, das sind meine Kinder. Otto ist mein Mann. Wena sind die zweiten Buchstaben der Namen der Kinder, weil die ersten Buchstaben noch dümmer klangen. Und ich finde auch dieser Pragmatismus einfach, weil die... Ja. Und Miracles und 24 Stunden sind das Credo bei den AAs, nur für heute. Und das ist das Glas, die Hand, das das Glas nimmt. Bei nur heute stehen lassen. Jetzt fehlt der Name Ines da noch auf dem Arm, habe ich festgestellt. Wir hätten draußen einen Tätowierer. Ja, nee, IQ. Ich meine, ich habe doch die besten Initialen, die es gibt auf der Welt. IQ. Wisst ihr, was ich so spannend an euch beiden finde? Abgesehen davon, dass ihr sehr erfolgreich seid als Schauspieler. Ihr gebt euch mit der reinen Schauspielerei nicht zufrieden. Hm. Ines, du hast in Bielefeld einen Supermarkt. Supermarkt. Center. Ein Riesenladen mit 130 Mitarbeitern? 144. Ich werde immer Mitarbeiter. Mehr. Ich schade sie um mich. Den führst du mit deinem Mann und sitzt da auch hinter der Kasse? Nö, hinter der Kasse nicht. Nee, da habe ich gar keine Zeit. Ich will immer das machen, aber es kommen so viele andere Sachen immer dazu. Oh, ich würde so gerne im Supermarkt in der Kasse sitzen. Weißt du, was ich am liebsten mache? Ja, Kasse ist auch gut. Ist super, kannst du den Kunden schnacken den ganzen Tag und so. Aber sie ist in den Regalen. Regale einräumen ist viel schöner. In den Regalen. In den Regalen, ja. Pappe vorziehen. Nein, im Playboy.
Ja, ach so, ja, ja. Wir haben eigentlich deine... Ist der eigentlich bei dir im Supermarkt Center? hat der sich besonders gut verkauft, der Playboy, mit dir vorne auf dem Cover? Das weiß ich gar nicht. Ich habe sehr, sehr viele Exemplare zugeschickt bekommen. Auf Kommission natürlich, falls sie keiner will. Ich kann die alle wieder zurückschicken. Aber es sind immer welche da, immer noch. Und lass mich so formulieren. Sehen die Kunden dich jetzt mit anderen Augen? Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Die das, dass du das bist? Ja, natürlich. Es gibt sogar welche, die stellen dann andere Zeitschriften davor. Und sagen, oh Gott, ich will das nicht. Ja, ja, es gibt zwei verschiedene Lager, aber so ist es, ne? Und Mimi, du bist nebenbei noch, korrigiere mich, Moderedakteurin? Ach, Quatsch. Und bist noch so ein bisschen... Darf ich das einmal korrigieren? Ja. Bitte, Moderedakteurin war ich noch gar nie in meinem kompletten Leben. Man schreibt dir das immer zu. Ich habe einmal für eine Modezeitschrift geschrieben. Ah, dann ist man Moderedakteurin. Zwei Artikel. Und das, ja, aber dann ist man doch schon eine Moderedakteurin. Ja, für einmal. Genauso wie ich keine Eiskunstläuferin bin, wenn ich mal auf der Schlittschuhbahn war. Aber Interior Designerin? Das könnte man schon sagen. Innenarchitektin. Nee, ich bin keine Innenarchitektin. Sie stellt alles immer um und dekoriert. Ich designe. Im Privaten oder im Auftrag auch? Ich habe fürs Fernsehen so eine Show gemacht, die hieß Vorher, Nachher. Und da war mein Auftrag eben, die Räume zu verschönern und Menschenleben zu verschönern. Aber das mit dem Interior mache ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange. Und alle Menschen, die jemals mit mir zu tun haben, wurden schon mal Opfer. Ja. Ist sie bei dir schon mal durchs Wohnzimmer und hat gesagt, die Vase müsste aber... Ja, also leider war sie bei mir in meinem neuen Heim noch nicht. Sie ist umgezogen. Ja, und dann kam Corona und deswegen... Aber bei uns in der Garderobe, die wir ja zusammen bewohnen, ist fast alle drei Tage alles anders. Da meine ich wirklich... Also der Wasseranschluss ist noch da, wo er ist. Aber ich krieg den auch nicht ab. Nee, den würdest du auch umsetzen, wenn du es könntest. Ansonsten ist alles woanders. Alles. Ja, und warum? Das ist schön. Damit die Energie immer neu fließt. Also, ja. Das ist super. Und man merkt es auch, wenn es nicht gut ist. Nee, man merkt es schon, man, ne? Man merkt es, ja. Manchmal muss ihr sollt doch auch beide so Ordnungsfreaks sein, oder? Ja, absolut, beide. Gott sei Dank, stell mal vor, sie wäre so ein Messi. Oder ich wäre ein Messi und sie wäre ordentlich. Nee. Wir sind immer so völlig beladen als Nachtschwestern mit Kulis und Stethoskop und allem möglichen Kram. Also überall. Telefone, oh. So. Und das erste Mal, da haben wir den Piloten gedreht. Und Ines war vorher fertig und ich kam rein und dann war alles, also normalerweise schmeißen die Schauspieler dann alles so auf den Tisch irgendwie. Schauspieler sind ja auch so Potzäue, die machen ja auch nie sauber und so. Und dachte ich so, oh Gott, ey, das haben wir erstmal allen beigebracht. Und dann war aber alles so ganz ordentlich. So, Stethoskop, ein Kuli, der zweite Kuli, dann lag da so voll das monkig. Telefon, ja. Voll monkig. Und ich dachte nur, that's my girl. Da ist eine genauso bescheuert wie ich. Ich habe hier ein Foto gemacht und dachte so, oh, ich genieße das so sehr, dieses Bild. Was gibt euch diese Ordnung? Also Struktur, wenn man so unruhig ist wie sie und ich in der Birne. Ja. Wenn wir so, Ines ist ja auch so unterwegs ständig, stetig auf irgendeiner anderen Baustelle im Leben. Also im besten Sinne auf einer Baustelle. Es bewegt sich ständig was, dann brauchst du halt eine... äußere Struktur. Das ist ja, das ist Sicherheit, aber das ist auch Ruhe, das ist Entspannung. Ich meine, warum macht man diese Gärten, wo man so Sand hakt oder so? Das mache ich jetzt noch nicht. Ich könnte ja sagen, weil man Privatarzt ist, der einfach viel zu viel Geld verdient. Viel zu viel Zeit hat. Und zwischendurch noch mal ein bisschen was zu tun hat, bevor der nächste Patient reingekommen wird. Wie bist du denn so? Bist du ordentlich? Er ist Wassermann. Ich bin Wassermann. Ich bin der Typ, der einfach die Socken neben dem Bett liegen lässt. Oh. Aber sie dann natürlich am nächsten Morgen wegräumt. Am nächsten Morgen. Und dazwischen hast du Geschlechtsverkehr. Oh. Also das geht nicht. Das müssen wir dir abgewöhnen. Beim Geschlechtsverkehr keine Socken, wenn euch das beruhigt. Ja, das ja, ist ja noch mal neben was dem Bett. Das macht man nicht. Aber ihr seid schon wirklich, auch wenn ihr so reagiert, ihr seid sehr synchron, ihr seid wirklich sehr gleich. Ihr könntet Schwestern, also Zwillingsschwestern beinahe sein. Sind wir vielleicht sogar auch. Vielleicht waren wir das mal. In unserem früheren Leben. Müssen wir Mama und Papa noch mal fragen? Nein, in unserem früheren Leben. Die Mama und den Papa. Wollen wir gar nicht hingehen. Jetzt kommt die Kiste. Ja, wir sind beide highly spiritual. Ich kann dir alles über dich sagen. Da habe ich hier mit Doro Pesch gesessen und gestaunt. Doro Pesch ist total geil. Jetzt bin ich raus. Doro Pesch ist die Heavy Metal Queen. Ja, das weiß ich. Ja, und die ist super spirituell mit Inkarnationsreisen, sieht Verstorbene. Und die hat schon mehrfach gelebt, unter anderem damals in Dubrovnik und war Besitzer eines Freudenhauses. Das habe ich von der gelesen. Ich finde die super. Das hat mir sofort so ein paar Chills gemacht. Ach, könnt ihr verstehen, dass ich hier saß und gedacht habe, aha. Sie war Maria Stuart. Bin ich überzeugt. Drunter macht sie es nicht, ne? Drunter mache ich es nicht. Aber Besitzer vom Freudenhaus wäre ich auch gerne.
Heute oder früher? Beides. Nee, nicht in Zeiten von Corona, das ist schwierig. Stimmt, ich die müssen gelesen, jetzt die Daten da lassen. Ja, ich habe gelesen, die Freier müssen auch so Zettel ausfüllen. Der Herbert aus Bottrop. Hör auf jetzt. Ja. Ja. Ja, crazy, ihr zwei. Warum? Ja, weil ich das spannend finde. Ich finde es immer spannend, wenn Leute sich im Leben treffen, die füreinander gemacht sind. Absolut, sie ist voll mein Mensch. Ich habe auch so ein, ich finde sie so toll, manchmal, wenn sie was macht, dann bin ich so begeistert, dass ich dann auch so Töne von mir gebe. So. Ja. Wie so ein Meerschwein. Ja, herrlich. Also Mimi ist irgendwie die Freundin, die ich so nie hatte irgendwie. Also ich bin sowieso immer sehr einzelgängerisch veranlagt gewesen, bin ich auch heute noch. Ja. Ne? Aber so richtig nah Menschen habe ich gar nicht so viele. Und du bist tatsächlich so die erste Frau, die nicht so ist wie eine Frau, die so zickig oder, also kannst du auch sein, aber zu mir nicht. Und wenn, dann sage ich dir, du sollst damit aufhören. Aber so, was man so denkt, wie so Frauen so sind. Benimm dich, du bist doppelte Jungfrau, das gehört sich nicht. so Oberfläche, das ist gar nicht so bei uns. Es ist wirklich eine sehr tiefe Verbundenheit. Das ist so auf so einem anderen Level. Und ja. Wenn man das Glück hat, Menschen zu treffen, die dich so fühlen und du fühlst sie wortlos und man möchte sich einfach in dem Besten, was man in seinem Leben erreichen kann, unterstützen, dann brauchst du eigentlich überhaupt niemanden mehr. Mama und Papa, ne? Von wem jetzt? Waren die früher für dich so Berater oder Kritiker? Oh, Kritiker. Vor allem meine Mutter. Die hat relativ schnell geschnallt. Ich bin anders als die anderen Kinder. Und hat versucht, das irgendwie so in normale Bahnen zu bringen. Das ist ihr nur mittelgut gelungen. Was war damals anders, dass Mama gesagt hat, meine Mimi ist nicht so wie die Ich bin einfach Anja. Eine solche Träumerin gewesen. Mimi, guck in die Luft. Ich war wirklich, wenn ich morgens auf dem Weg zur Schule, habe ich es gerade noch geschafft, in der Schule anzukommen. Der Rückweg war schwierig. Also eine Stunde später war ich immer noch nicht da, weil ich irgendeinem Schmetterling gefolgt bin oder habe irgendwie mit jemandem geredet. Das kann ich mir so gut vorstellen. Ich habe auch zu jedem guten Tag gesagt. Ich glaube, meinen Eltern ist es so auf den Sack gegangen. Guten Tag, guten Tag. Du hast ein sehr höfliches Kind. Und dann kam meine Schwester zur Welt, die total der Freak war. Und als wir dann immer so spazieren gegangen sind, meine Mutter, meine Schwester und ich, meine Schwester im Kinderwagen, Chucky die Mörderpuppe und ich so mit meinem Topfschnitt und der Zahnspange. Und wenn die Leute kamen, gesagt haben, oh, und die, meine Mutter immer, die Große ist mal ein bisschen komisch, aber die Kleine fasse sie immer besser nicht an. Das war so unser Trio. Also so viel dazu. Meine Mutter hat es halt irgendwann aufgegeben mit dem Erziehen und so. Aber sie sind super liebevolle, absolut supportende Eltern. Was würde Mama heute nach dieser Sendung sagen? Fragen wir uns als letzte Frage in der Dinnerparty. Sie liebt Ines übrigens über alles. Ja. Ja. Das habe ich richtig gut in ihren Augen gemacht, dass das meine Freundin geworden ist. Dann winken wir jetzt einmal zu Mama und sagen Dankeschön, das war's. Das war die Dinnerparty. Ines Querman, Mimi Fiedler, gute Nacht und bis nächste Woche. Tschüss.